Herr Uspelt, das Projekt Schulneubau Haberfeld ist mit 66% Nein-Stimmen abgelehnt worden. Wie gross ist da die Enttäuschung? Ja, die ist ziemlich gross. Das heisst, ich habe mir ein knappes Ja erwartet und das ist jetzt wesentlich anders ausgefallen. Aber dennoch ist es ein klares Ergebnis und da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Wie erklären Sie sich da das schlechte Ergebnis? Ja, es sind sehr verschiedene Umstände. Das Nein, oder in dem Nein-Lager, da gibt es verschiedene Beweggründe. Das heisst, wir haben den Umstand, dass beispielsweise der Standort Haberfeld zum Teil umstritten war. Dann ist es die Thematik Tagesschule, ja oder nein. Dann war UNO DUE noch ein Thema gewesen. Dann ist der Umstand zu gross, zu teuer. Das sind alles so Beweggründe. Aber es dürfte jetzt die Herausforderung sein, das zu werten. Also gestorben ist das Projekt dennoch noch nicht. Hat man denn vielleicht schon ein neuer Standort in Aussicht? Also gestorben, ich glaube, das Projekt Haberfeld, so wie es jetzt aufgeleistet worden ist und auch bekannt worden ist und zur Diskussion gestanden ist, ist in dem Sinn schon gestorben. Wie gesagt, ob der Standort insgesamt Haberfeld also noch zur Debatte steht, das wird man wieder austauschen müssen. Die Frage ist für mich auch, wie wir mit dem Thema Tagesschule umgehen, die Bedürfnisfrage von der Tagesschule und dann auch angegliedert natürlich Tagesstrukturen, ein Standort, ein Zwei-Standort. Zwei-Standort führt zu mehr Betriebskosten, Unterhalt etc. Und darum denke ich, das muss man sehr sorgfältig abwägen. Wie erklären Sie sich das für Sie positive Ergebnis? Die Grösse von dem Bau, wo da einfach umgesetzt werden hat wollen, einfach effektiv zu gross war, wenn sie die Pläne gesehen haben. Und dass es einfach ein Kostenpunkt ist und alle sind vom Sperren erzählen. Und dann baut man einfach noch einmal einen dritten Schulstandort, wo wir ja zwei Schulstandorte haben, wo die ganzen Infrastrukturen da sind. Dann braucht es einfach nicht einen dritten Schulstandort. Und jetzt haben die Leute, glaube ich, eingesehen, dass es ein Ziel ist von mir. Denken Sie, es hat sich jetzt mit dem Nein? Nein, mit dem Nein hat es sich sicher nicht. Da muss man jetzt effektiv weiterarbeiten, wie die Umfrage ergeben haben, ist der Bedarf da? Und zur Tagesschule hat man ja gesehen, dass man die Tagesschulversuche macht. Und dort bin ich einfach dafür, dass nicht jede Gemeinde die eigene Suppe kocht, sondern wenn man auch wieder noch immer vom Sperren erzählt, dann soll man doch einmal die Gemeinde übergreifen und vielleicht einmal die Oberländer Gemeinden, die jetzt noch keine Tagesschule haben. Schau hat jetzt ja gerade beschlossen, dass sie die Tagesschule einführen und weiterführen. Also sollen sie es dort machen, aber ich denke gerade von dort zu Tresa, Balzer, Tresa, Berg. Auch dort in den anderen Gemeinden besteht dann sicher auch eine Nachfrage nach Tagesschulen, warum es die Gemeinden nicht immer sparen und dann eventuell eine Tagesschule bauen. Und dann hat man auch vielleicht Schülerzahlen, die eine Schule auslasten, die auch eine Infrastruktur wieder zulassen. Weil ich habe gesehen, für Fadoz, wo im Moment 30 Tagesschüler sind und ein Drittel davon sind nicht von Fadoz. Warum muss denn unbedingt das Fadoz aus dem Boden gestampft werden?